Ja, gut, dann begrüße ich das zahlreiche Publikum hier nach diesem wahnsinnig spannenden Vortrag, der vor mir war. Ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber diejenigen, die hierher gekommen sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Eike Fontes und ich bin Mitgründerin eines Vereins Gut Gelingen in dem Gutshof Vierseithof in Gehtlingen. Das ist in Sachsen-Anhalt ein ganz, ganz kleines Dorf, Sachsen-Anhalt in der nördlichen Altmark. Man sagt dazu landläufig in the middle of nichts. Also da ist einfach nichts. also man sagt es, stimmt aber nicht. Da ist ganz viel Lebensqualität und ganz viel Potenzial, nämlich für all das, was jeder sich aufbauen möchte. Und ich bin eine davon, die einfach gesagt haben, okay, hier ist viel Potenzial und dann wollen wir es auch mal nutzen. Ich bin Eigentümerin eines großen Vierseithofs mit ein paar tausend Brutto-Geschossfläche, Quadratmetern, drei Häuser, 1 bis 3 sozusagen, das alte Gutshaus mit schon über 400 Quadratmetern plus einem Nebenhaus und einem Mägdehaus, sogenanntes. Und da gibt es einige große Scheunengebäude, in denen jetzt Events stattfinden können und ein riesiger Hof und Garten und man kann bei uns alles machen. Man kann in Klausur gehen, man kann irgendwelche Handwerke ausleben, irgendwas erfinden, man kann Urlaub machen, man kann Events machen. Wir hatten jetzt ein großes Friedensfestival, waren ein paar hundert Leute auf dem Hof mit ganz, ganz viel Technik, Musik. Captain Future war da, um mal so bekannte Namen zu sagen. Und ja, man kann Wohnzimmerkonzerte, Vernissage, alles ist möglich. Es gibt eigentlich fast nichts, was nicht möglich ist. Und wir haben diesen Verein gegründet, weil wir in der Region was aufwerten wollten, aber nicht eine wirtschaftlich orientierte Organisation sein wollten. Also wenn man so Wohnprojekte anguckt, die es so gibt, dann sind die meistens Genossenschaften. Und eigentlich war, also vor einigen Jahren, als dieses ganze Hofgelände sozusagen das Eigentum wurde, war eigentlich immer der Gedanke, wir machen eine Genossenschaft. Wir wollten immer, dass viele Leute hinkommen können, sich ausleben können, also wirklich in Wertigkeit, Achtsamkeit und miteinander leben und alt werden können oder alt sein, damit man länger wirklich toll leben kann und all das, was man schon immer mal wollte, ausleben und machen konnte oder kann. Aber als ich mitbekommen habe, was Genossenschaft bedeutet, habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Und Gott sei Dank gab es Corona, weil dadurch konnte ich nochmal von dem Abstand nehmen und merken, dass das nicht der richtige Weg ist. Weil Genossenschaft bedeutet, ich gebe eine Einlage rein, die ist erstmal festes Kapital für diese Gemeinschaft. Üblicherweise ist es ab 20.000, 25.000 pro erwachsener Person aufwärts. Plus dann sehr, sehr hohen, verhältnismäßig hohen Mietzins pro Quadratmeter. Und habe gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gebäude und Möglichkeiten reingebe in diese Genossenschaft, kann ich mir mit meiner Rente, ich bin schwerbehindert, deswegen bekomme ich eine Rente, gar nicht mehr leisten, meine drei Kinder in einer Wohnung, die angemessen ist, überhaupt zu leben. Also, und ich wollte ganz bewusst alten Leuten, die in der Region bleiben wollen, aber vielleicht keine Familie haben, weil die in den Westen gegangen sind, die Möglichkeit geben, zu bleiben, da alt zu sein. Ich wollte auch jungen Familien, weil es soll mehr Generationenleben sein, mit mehreren Kindern die Möglichkeit geben, da zu wohnen. Aber wenn die jetzt pro Erwachsene 25.000 Euro geben müssen und 8 Euro kalt pro Quadratmeter plus irgendwelche Gemeinschaftsflächen und so, dann können die sich das nicht leisten. Und das ist ja nicht das, was eigentlich erwünscht ist. Und oder was ich mir vorgestellt habe, weil ich möchte gerne, dass es barrierefrei ist, dass es für jeden möglich ist, der möchte, sich damit identifizieren kann oder möchte, einfach da auch sein zu dürfen. Und aufgrund dieser Tatsache haben wir dann einen Verein gegründet und haben also uns entschieden, dass eine Vereinsgründung, ein gemeinnütziger Verein, die Lösung erstmal ist. Und ja, und da ist der Verein Gut Gelingen, weil der Ort heißt Gehtlingen und daraus kann man Gut Gelingen machen. Und
Ja, wir hatten letzte Woche die Sparkasse, wollten ein Konto eröffnen und die war total begeistert von der Satzung, von dem gemeinnützigen Zwecken, von diesem Spirit, der dabei rüberkommt. Ja, und das ist auch wirklich begeisternd. Also im Gemeinderat habe ich das den Leuten gegeben, die möchten, dass in der Region wieder was aufwärts geht. Und wenn wir Alternativen schaffen, wenn wir Leute herholen können, weil wir Angebote durchmachen, also nicht nur irgendwas davon erzählen, sondern es auch machen und umsetzen, dann hat die Region was davon. Dann kommen Leute zu Besuch, die wohnen Probe, die wollen nicht auf dem Hof wohnen, die kaufen sich in der Nähe was. Also dann kommen Kinder, bevölkern die Schulen. Wir haben natürlich eine Überalterung in Sachsen-Anhalt. Und in den Regionen, wo was passiert, und das passiert in Gehtling, in der Gemeinde Hohenberg-Rosemark, dann wird es eben ein entgegengesetztes Wachsen mit mehr Familien. Und das wollen wir halt natürlich fördern. Und zwar also aus Gemeinnutz. Uns ist es einfach wichtig, dass nicht einer oder wenige einen Nutzen haben, sondern eben möglichst viele. Und ja, also man, und dann kommt natürlich die ganze Situation dazu, die wirtschaftliche Situation. Es gibt wenig Wirtschaftsmittel, es gibt keine Wechselrichter, Wärmepumpen, Durchlauferhitzer, technische Sachen. Es gibt einfach Lieferkettenprobleme, Baustoffe werden rar oder einzelne Baustoffe. Also man kann heutzutage vielleicht ein paar Monate auf einen FI-Schalter warten, gar nicht so einfach. Ja, und das, deswegen wäre es halt schön, wenn wir nur wenige FI-Schalter kaufen müssen und alle sich einen FI-Schalter oder mehr, zwei, drei FI-Schalter teilen sozusagen. Und es soll einfach ein Projekt sein, was autark her ist und was in der Lage ist, wo die Menschen da sind, eine Gemeinschaft bilden, die sich gegenseitig schützt, die gegenseitig füreinander da ist und die sich im Zweifelsfall auch mal ein paar Tage zurückziehen kann, um zu überleben. Wo genug Essen da ist, wo genug Gemeinsinn da ist, wo genug Miteinander da ist und Know-how, um dem einen das zu geben, was der andere nicht hat und im Miteinander einfach ein lebensfähiges Miteinander aufbauen. Es sind zwei Erwachsene momentan, die da wohnen, plus zwei erwachsene Kinder sozusagen und ein 13-jähriges Kind. Also wir laden euch ein, mitzumachen bei der Entwicklung, bei der überhaupt Gründung dieses Projektes. Also der Verein ist gegründet, aber das Lebenskonzept ist noch nicht entwickelt. Also wer jetzt sich entscheidet, reinzukommen, reinzuschnuppern, mitzumachen, oder so zu überlegen, damit zu machen, der wäre in der Gründungs- und Entwicklungsphase dabei. Das heißt also, wenn gewisse Wünsche bestehen, dann kann man sie umsetzen. Also es geht später auch, aber je mehr schon da sind, desto eingeschränkter ist natürlich der Spielraum, sich dann auszubreiten nach ganz individuellen Bedürfnissen. Aber so wie die Ersten das prägen, so entwickelt sich es halt in diese Richtung. Und da vielleicht mal ganz kurz zur Geschichte. Das Gutshaus ist von 1860 und noch eins der Nebengebäude im Vierseithof. Und dann sind zur Jahrhundertwende dann die anderen Gebäude entstanden. Es ist grundsätzlich ein eher einfacher Standard. Es gibt schon etwas ausgebauteren Standard, zum Beispiel eine sehr große Küche, da ist schon gedämmt. Es gibt nur Einzelöfen und eine sehr rudimentäre Elektrik, aber sie funktioniert und ist eben ausbaufähig. Da gibt es halt noch viel Potenzial. Aber niemand von uns beiden, die jetzt da sind, oder auch ich, bin nicht bereit, Vermieter zu sein, sondern ich möchte Teil der Lebensgemeinschaft sein. Also ich bringe ja jetzt erstmal eine Menge rein. Das ist schon an den Verein vermietet. Aber ich möchte ja nicht bestimmen, wie jemand leben soll und ich will es auch nicht vorfinanzieren, weil vielleicht will keiner so wohnen oder vielleicht will auch gar keiner, jemand das gar nicht dämmen oder so, dann soll er es lassen. Und also es gibt in den Räumen Einzelöfen, dadurch ohne Strom ist die Heizung da, man ist sehr autark, es gibt viel Wald drumherum, der Kontakt zu den Förstern und Waldbesitzern ist gut und sag ich mal,
Holz zu finden, was da rumliegt, also das ist in dieser Gegend gar kein Problem. Wie gesagt, in the middle of nischt, da gibt es nicht so viele Menschen. Also ja, dadurch ist zumindest die Wärme schon mal gesichert. Es gibt einen großen Holzherd, wo man kochen kann, einkochen kann. Es gibt die Möglichkeit auch mit Holz Wäsche zu waschen, also Waschkessel und so eine Sachen. Das heißt also erstmal, die Grundbedürfnisse sind autarker als in vielen Gebieten Deutschlands. Dadurch gibt man aber halt natürlich etwas von Lebensstandard im Sinne von ausgebauten Marmorbädern vielleicht auf. Aber wer das braucht, der ist in Gedlingen wahrscheinlich an diesem Ort nicht richtig. Das, was nicht heißt, dass man nicht den ein oder anderen guten Luxus, und ich brauche auch eine gewisse Barrierefreiheit, also die Türen sind breit genug, selbst mit dem Rollator kann man auch durch oder Rollstuhl, aber es ist jetzt nicht so, dass wir erstmal auf der Ebene alle Leute sozusagen das so einbauen können, weil das ist, dafür ist nicht, noch nicht alles vorbereitet. Du hast ja jetzt die Nachteile der Genossenschaft erwähnt. Ja. Ja. Klar, genau. Also es gibt einige Materialien, die da sind, aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Materialien. Also tatsächlich ist der Vereinsbeitrag sehr gering, aber jeder Bewohner kann natürlich oder mietet dann vom Verein das Gebäude. Das heißt, es kommt kontinuierlich was rein. Es gibt Veranstaltungen, die kosten was demjenigen, der sie veranstaltet. Das Geld kommt in den Verein. Wenn du Seminar machst, Workshop und so weiter. Also das heißt, das, was du kannst, kannst du einbringen und die Leute herholen, die das dann wiederum bezahlen. Also deine eigene Initiative wird darüber auch finanziert. Also wir wollen wirklich auch Veranstaltungen auf dem Gelände, auf dem Hof, Workshops, Seminare, alles machen, um dadurch auch Geld reinzubekommen. Kontinuierlich über die Miete auch. Ich will gar nichts daran verdienen. Ja. Also es gibt jetzt einen neuen Hebesatz in Sachsen-Anhalt, den kenne ich jetzt nicht, aber die Grundsteuer in Sachsen-Anhalt ist sehr, sehr, sehr gering. Also das ist jetzt nicht das, was diesen Verein dann umbringen würde an Kosten. Natürlich gibt es Festkosten, aber zum Beispiel gibt es eine Pflanzenkläranlage. Das heißt, im Gegensatz zu vielen, die das so kennen, kostet der Kubikmeter Wasser nicht so viel Geld wie sonst, sondern es kostet einfach nur der Liter, und der Liter Wasser kostet nichts. Also wirklich, ich weiß nicht, ob irgendjemand eine Ahnung hat, was der Liter Wasser oder der Kubikmeter Wasser in Sachsen-Anhalt als Wasser kostet, aber das ist, ich glaube, 1 Euro. Ja, genau. Also hab ich gar nicht schlecht geschätzt. 1,80 kostet der Kubikmeter Wasser. Die Entwässerung findet also über eine Pflanzenkläranlage statt. Das heißt, es gibt zwei Prüfverfahren im Jahr, die kosten 100 Euro. Und dann muss man alle paar Jahre einmal die erste Kammer ausleeren, weil da das Feste sich, sage ich jetzt mal, gesetzt hat. Also das heißt, das ist sehr dezentral, das ist ökologisch. Und die Verrieselung findet dann im vierten Gang auf dem Grundstück statt und ist total ökologisch und kostensparend. Die existiert, die ist da. Genau, die ist da. Genau. Der Ort besteht aus 25 Einwohnern und also es ist etwas überschaubar. Man kann es fast an drei Händen abzählen. Es gibt keine Straßenbahn, die nächste, aber es fährt ein Bus, also es ist eine Bushaltestelle da, der Bus fährt aber direkt zum Bahnhof, und der Bahnhof, also man ist, wenn man die richtige Zeit abpasst, in 1 Stunde 10 Minuten in Berlin-Mitte. Also von dem Hof. Also so in der Middle of Nischt ist es dann auch wieder nicht. Also es ist genau zwischen Hamburg, Berlin und Hannover, und man kann die, also es gibt eine Querverbindung zwischen Stendal und Wittenberge. Wittenberge ist ja schon in Brandenburg, und also Wittenberge kommt man von Hamburg nach Berlin, und in Stendal kommt man von Hannover nach Berlin. Also das heißt, diese zwei großen Linien mit ICE oder Eurobahn oder was, ja, oder so, die sind dann halt verfügbar. Also, und mit der S-Bahn, die fährt stündlich zwischen Wittenberge und Magdeburg hin und her, und da kommt man auch wunderbar hin.
Also die Verkehrsanbindung ist nicht schlecht. Es gibt alle Schulen in Osterburg, also Gymnasium, Sonderpädagogische Schule, Sekundarschule heißt es, diese Realschule in Sachsen-Anhalt, Grundschule. Und gibt es auch gleich um die Ecke, also es gibt eine Grundschule in Iden, das sind 2 Kilometer, da gibt es auch eine landwirtschaftliche Schule. Aber es ist auch so, Freilernen ist in der Altmark nichts Ungewöhnliches, also das hat auch der Verein als Zweck. Wir haben den Zweck alternative Lernformen und hier entwickelt sich gerade eine Symbiose mit Lernart und dem Verein, der auch vorne, also auf dem Camp zur Verfügung steht als Infoort, und da wollen wir gerne Wege suchen, wie Kinder noch freier in Pädagogik gehen können. Also hier sind eigentlich genau wie bei allen anderen Sachen der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt und hier soll einfach, also auf diesem Gut soll die maximale Freiheit gesucht und gefunden und gelebt werden können. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Und zusätzlich aber Schutz. Also Schutz und Freiheit sind hier beides. Also Sicherheit im Überleben oder Leben, genauso wie eben auch Freiheit aus Leben. Und ja, hier ist jetzt zum Beispiel ein Künstler, also hier sind ja Bilden, also Uwe ist ja als bildender Künstler, also bei uns kann man auch, wir haben einen großen Saal, man kann Vernissagen machen, aber wir wollen auch weiterhin Wohnzimmerkonzerte machen, auch so eine Art Mittelalter-Bankette, wo eben Künstler, die sonst jetzt sehr, sehr lange auch gedarbt haben, weiterhin ihrer Kunst nachgehen können und Symbiosen schaffen miteinander und so eine Art Vernetzungspunkt ja, erschaffen. Soll ich mit dem Mikro hingehen, wenn jemand was fragt? Ja, achso, ah, nee, das geht ja nicht. Ja, ja. Ja, ja. Wie ist die Wohnform? Hat man da so eine Art WG-Zimmer dann oder wie ist das gedacht? Ja, genau. Achso, hier kann man mich nicht sehen, ne? Wo sieht man die Kamera? Ja. Ups! Das wollten jetzt alle sehen, dass ich hier runterfalle. Also die Wohnform ist so, im Gutshaus ist der erste Punkt erstmal und da sind immer so 2 Zimmer, große Zimmer, die jemand bewohnen kann als Einzelperson oder Familie, man kann auch 3. Und es gibt eine Gemeinschaftsküche und 2 Bäder und einen Saal. Ja, und dann kann man an diesem, also von diesem Anfangsort sozusagen sich weiter ausbauen. Also wenn wir mehr Mieter haben, die Miete zahlen, die erstmal sagen, okay, ich nehme 1 Zimmer oder 2 für mich und dann, dann kann ich mir sagen, okay, ich will hier in dem Nebengebäude meine Wohnung ausbauen und dann wird von dem Geld diese Wohnung ausgebaut. Also so ist das, wie wir uns das vorstellen, dass wir langsam und organisch wachsen. Nicht einer von oben kommt, was aber auch natürlich ist, wir gehen jetzt erst in die Werbung oder in die Außendarstellung. Das heißt aber auch, in unserer Bewegung oder grundsätzlich gibt es ja auch Leute, die haben Geld. Die wollen einen sinnvollen Ort haben, wo sie ihr Geld auch mal unterbringen können. Wir sind ein Verein, gemeinnütziger Verein. Es ist überhaupt kein Problem, auch Geld zu spenden und zu sagen, okay, das ist zweckgebunden für alte Leute oder für Großfamilien oder Patchwork-Familien oder Menschen mit Einschränkungen oder. Also es ist ja völlig egal, das haben wir alles abgedeckt. Jeder kann sich da auch einbringen und sagen, gut, das ist sinnvoll, bevor es nichts mehr wert ist. Das haben wir ja in dem Vortrag davor so ein bisschen angerissen gekriegt. Ist das auch eine Variante und dann würde halt Baumaterial gekauft werden. Apropos Baumaterial, also wir bauen mit nachwachsenden Rohstoffen, es ist alles mit Holzfaser gedämmt und wird weiterhin genau so gedämmt. Also es werden keine Glaswolle oder Plaste oder sonst was. Also wichtig ist das auch, oder Stroh oder so. Wie viel Quadratmeter hat das Gelände? Ein paar tausend. Ich weiß aber nicht genau. Ja. Nee, ich wollte noch mal ganz kurz fragen. Also das heißt, ihr plant auch da noch eventuell andere Gebäude zu errichten? Andere möglicherweise, Gebäude. Ja. Weil du das sagtest, wir bauen mit nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, das ist sozusagen als Bauland dann ausgewiesen, ja? Oder wie sieht das aus? Okay, also es ist ein bestehendes Gebäude ist sehr, sehr viel. Wenn man ein Tiny House bauen möchte, dann kann man das auch bauen. Also es sind momentan 2 Tiny Häuser
ein Tiny Tiny House und ein größeres Tiny House, was auf dem Grundstück sich befindet. Das sind beide meine Kinder gebaut. Und wir wollen noch Erdhütten errichten. Die kann man ja als Vorratslager für Kartoffeln oder so nutzen, aber möglicherweise ist es ja auch möglich, mal sich in der Runde zu treffen. Und ja, also genau, der Verein kann solche Sachen machen, aber mit Bauen ist eigentlich das Ausbauen gedacht, also renovieren, sanieren und so weiter, genau. Es geht ja dann auch um Selbstversorgung. Und was habt ihr so an landwirtschaftlichen Flächen, die da so in Frage kommen? Oder habt ihr da schon was? Ja, wir haben einen größeren Permakulturgarten. Also ich bin auch leidenschaftliche Gärtnerin. Und da ganz kleine Anmerkung am Rande, die abfallenden Dämmstoffe aus der Holzwolle, also Holzfaserdämmstoff, sind wunderbar im Permakulturgarten, weil die nicht schimmeln, wunderbar abdecken, wärmen und Wasser speichern. Aber das ist jetzt also ungefähr 200 Quadratmeter groß und versorgt uns jetzt wunderbar. Wir haben aber auch eine solidarische Landwirtschaft hier um die Ecke. Hier ist der Felix hier, der hat eine große Permakulturgärtnerei und ist in unserer solidarischen Landwirtschaft mit dabei. Der macht hier das Falafel. Also könnt ihr gerne mal probieren. Das ist vieles aus seinem eigenen Anbau. Und ja, und wir haben noch die Möglichkeit, 1 Hektar Bioland zu pachten. Und es gibt noch Wiesenflächen. Und ostfriesische Milchschafe sind jetzt schon fest angedacht. Käserei möglich ist auch. Es sind sehr, sehr viele Biolandbauern drumherum, Milchvieh und Landwirtschaft. Das heißt also, sehr viele Flächen sind Bioland bebaut und nicht konventionell. Zwar auch konventionell, aber stark, also biolandlastig. Gott sei Dank, also ganz viel. Ja, also es finanziert sich aus sich selbst heraus und wächst mit den Leuten, die da sind. Und also wir möchten gerne, dass die Eigenverantwortung, sage ich jetzt mal, zu tragen kommt. Und wer seine Kinder rausnehmen will aus der Stadt, also der kann das bei uns tun. Und was denke ich schon, wenn wir jetzt in diese, sage ich mal, Außendarstellung gehen, dann ist der Bedarf ist riesig. Der ist riesengroß und es muss nicht alles in Gut-Gedlingen oder Gut-Gelingen passieren, sondern wir gerne vernetzen wir das überall europaweit. Aber es wird mehr Bedarf geben als Möglichkeiten und deswegen sind wir eine Möglichkeit, die wir anbieten. Und wenn es bei uns nicht passt, passt es woanders. Wer meine Nase nicht mag, es gibt genug andere Nasen, aber wir wollen uns alle vernetzen und ich glaube, wir müssen uns alle vernetzen. Und was mir sehr wichtig ist, nochmal zu sagen, also wenn eine Wirtschaftskrise, eine Nachschubkrise kommt, dann müssen diejenigen, die da wohnen, sich einfach aufeinander verlassen können. Die wissen, wir hungern gemeinsam so lange oder wir reduzieren uns so lange, bis wir sicher wissen, dass wir wieder die nächste Nahrungsmittelernte haben. Also wenn man glaubt, im Frühling ist alles wieder toll. Nein, im Frühling gibt es Kräuter, das ist schön und ein paar Sprossen an den Bäumen, aber es ist noch keine Ernte da. Die Ernte kommt erst eigentlich im Spätfrühling oder Frühsommer. Also die richtige Ernte, wo man mehrere Menschen auch satt kriegen kann. Das heißt also, es muss sich jeder bewusst sein, dass es möglich sein kann, wenn viele an einem Ort sind, dass sie dann auch gemeinsam so lange warten müssen, bis das, was sie anbauen oder angebaut haben, wieder Früchte trägt. Und es bringt nichts, wenn wir die Saatkartoffeln auffuttern und haben keine Ernte in Sicht. Also das ist mir sehr wichtig. Ich bin da Realist und jemand, der da keinen Bezug zu hat, der hat vielleicht Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, aber das ist eben auch ein Teil der Realität, den wir uns gut überlegen sollten. Also die Leute, die dahin ziehen wollen, die können natürlich Vorräte mitnehmen und da muss man sich halt genau überlegen, was ist sinnvoll und was nicht. Und dann fragt man auch nicht mehr an einem bestimmten Punkt, was mag man gerne essen, sondern dann gibt es das, was es gibt, um zu überleben. Aber da möchte ich halt, dass wir gemeinsam das machen und dass wir uns aber auch klar darüber sind, dass das ein wichtiger Weg ist, also ein wichtiger Schritt, den man nicht vergessen darf oder nicht ganz so sehr verdrängen darf. Ich hoffe nicht, dass er kommt, aber es ist höchstwahrscheinlich.
Die Wasserversorgung, da seid ihr an der normalen kommunalen Wasserversorgung angeschlossen oder habt ihr auch eine eigene Quelle? Oder? Ihr habt einen Brunnen, ja, okay. Ja, also wir haben einen Brunnen, der ist 12 Meter tief. Also man kann auch natürlich einen haben, der 40 Meter tief ist, das wäre noch schöner. Aber der hat zumindest die Möglichkeit, Wasser zu führen, das zu filtern ist. Also es ist jetzt... Ja, Nitrate, genau. Also es ist trinkbares Wasser und damit wird auch gerade der Garten bewässert. Aber Permakultur braucht nicht so viel Wasser und tatsächlich ist es aber trotzdem ein Problem. Also auch wir merken, dass das Wasser schwieriger wird, also überall. Also auch bei uns in der Altmark, obwohl es ist so ein kleiner Teich, der steht bis April voller Wasser. Das hat lange, lange Dunst. Das heißt, das Gemüse hat immer Tau, also fast immer. Also wir haben nicht wirklich ein Trockenproblem, aber und das ist auch mit der Permakultur eben so ein Spiel, was man dann halt eben immer weiter aus. Wir haben auch viele Obstbäume, alle eigentlich. Kirschen, 3 Kirschbäume, Birnenbäume, Apfelbäume, Walnussbäume, ist alles da. Aber wir können auch Orangen jetzt langsam mal anfangen zu pflanzen. Also Brombeeren ohne Ende und so. Da hinten ist jemand. Ja. Moment. Wie stellst du dir oder wie stellt ihr euch diese Vernetzung konkret praktisch nachher vor? Also wie kann das passieren, dass wir uns zusammenfinden, dass wir kommunizieren und dass wir Ideen etablieren können? Ja, eigentlich kann ich eine Gegenfrage stellen. Hast du eine Idee? Also klar, also konventionell, wir sind also im Landkreis Stendal sehr, sehr viele Leute, die ähnlich denken und die toll zusammenhalten. Ihr könnt zum Falafelstand gehen, ihr könnt zum Fladenstand mit dem Hanf gehen, das sind alles Stendaler. Und an der Feuerwehr gegenüber, also wenn man aufs Festivalgelände kommt, das sind wir mit dem Gut. Und das ist schon eine ziemlich starke Gemeinschaft und da sind noch ganz, ganz viele drumherum. Also in der Gegend funktioniert Vernetzung schon ziemlich gut. Und ja, da gibt es im Wendland die kulturelle Landpartie, in Salzwedel gibt es. Genau, also und da vernetzen wir uns gerade auch, weil bei uns sind viele dabei, die auch in der kulturellen Landpartie mitmachen. Also da gibt es jetzt schon wieder Symbiosen und Vernetzungen. Und ich denke, wir müssen alle Projekte miteinander vernetzen und jeder muss einfach weitergeben. Also ihr könnt Flyer mitnehmen. Wir haben jetzt dieses Fuck-Krieg so ein bisschen auch, dass es klar ist, dass wir einfach für Frieden sind und das so ein bisschen provokant. Guckt man nochmal hin. Also einfach verteilen, vernetzen, also mit Papier. Ach ja, genau, apropos Papier. Wir haben auch so ein kleinen Buchversand bei uns, um ein bisschen Geld reinzukriegen und ja, wollen den, sage ich jetzt mal, die Aufklärung mittels Wissensdurst löschen mit Feuerwehr weiter verteilen. Das heißt also, wer Wissensdurst hat, kann bei uns diesen stillen. Bei uns gibt es die Bücher von Daniele Ganser, Ernst Wolf und so. Die ganzen Verlage haben schon diese Bücher abgelehnt. Die kriegt man gar nicht mehr woanders, außer bei Oval Media oder bei uns im Gut Gedlingen. Oder jetzt hier auf dem Pax. Ja, auf dem Gelände. Also bei der Feuerwehr sind die ganzen Bücher da. Daniele Ganser, Ernst Wolf, Woda. Bitte? Die Rutsche. Also als ich vorhin weggegangen bin, ging die Rutsche. Ja. Ja, ist repariert. Ja, also ich kann euch nur einladen, da steht die E-Mail-Adresse bzw. Website, wenn sie noch nicht erreichbar ist, post@gutgedlingen.de, da ist es vielleicht manchmal, ist noch nicht alles freigeschaltet, also der Flyer ist 3 Tage alt, es ist alles gerade erst entstanden, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechender Weg, der vieles eröffnet und möglich macht. Bitte sagt's weiter, meldet euch, seid penetrant oder kommt einfach vorbei, also für ein Wohnmobil, Zelt oder so ist Platz immer und Matratzenlager ist auch möglich, also und lasst uns die Möglichkeiten ausloten und dann kann man weitererzählen, also ja, wir können, es ist eine Immobilie. Ja, also vielleicht noch mal eine ganz kurze Anmerkung dazu. Ich weiß nicht, Elke, ob du Wangelin in MacPom kennst, ja? Ja, da ist ja auch da haben die nach der Wende
den Verein für angemessene Lebensverhältnisse westlich des Blauer Sees, heißt der, glaube ich, also ein irre langer Titel. Die haben zunächst mal durch ABM-Maßnahmen, die nach der Wende gab es ja viel Geld für irgendwelche Renaturierung und Aufbau, irgendwie Projekte. Und dann haben die einen Verein gegründet, damit sie eine juristische Person hatten, die eben so Fördergelder abgreifen konnte. Ja. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen verpönt, so mit Staatsknete, wie das früher hieß. Aber die haben das eigentlich ganz geschickt angefangen und haben dann viele Projekte realisieren können, die sonst einfach nicht so gelaufen wären. Habt ihr auch sowas schon mal ins Auge gefasst? Ja, danke, super Frage, habe ich nämlich vergessen. Also, wir haben schon eine Praktikantenstelle geschaffen. Wir können auch Arbeitsplätze, also wir können auch einen Arbeitsplatz natürlich nehmen, und wir haben vor allem schon eine Machbarkeitsstudie über Lieder finanziert bekommen. Also das gut gelingen, der Verein ist die Folge aus der Machbarkeitsstudie. Und die Machbarkeitsstudie hat ein Architekt gemacht aus der Gegend, ökologisch angelehnt, und die Eva Stützel von Siebenlinden. Also die hat die Machbarkeitsstudie mit mir zusammen ausgearbeitet und das Ergebnis ist gut gelingen. Und das ist auch eine Vernetzung und eine Symbiose. Ich kriege Gänsehaut, weil ihr auch so reagiert habt. Also man weiß, wovon man redet. Und die sind ja auch gemeinschaftserfahren. Und wir sind schon als Verein, als juristische Person wiederum auch Mitglied in einem Verein LIDA Mittlere Altmark, der wiederum dann die Fördermittel von LIDA, das sind 3 Millionen, die im Jahr ausgeschüttet werden an lokale Institutionen. Und da fallen wir mit den Förderpunkten ganz, ganz weit hoch, weil wir Arbeitsplätze schaffen, leeren Raum neu zum Leben erwecken, Kultur, Kunst, Barrierefreiheit und so weiter. Also wir erfüllen alle Kriterien, die förderfähig sind und bekommen sehr viel Unterstützung aus der Region auch. Also wir werden in den nächsten 2, 3 Schritten genau an die Stellen gehen, ABMer, Praktika. Wir haben auch überlegt, ob mit der Hochschule in Stendal, die Erziehungswissenschaften anbieten und auch unterschiedliche Erziehungsmöglichkeiten, Wissenschaften, ob wir da vielleicht ein Pilotprojekt anfangen können mit der Zirkusschule, die wir dann mit frei lernen oder sowas eventuell machen können. Also ich halte hier alles für möglich. Wer Bock hat, irgendwas zu machen, Ziegen halten, ja, dann soll das eben machen. Also es ist alles möglich. Wenn ihr eine Idee habt, tut's. Und dann kriegen wir auch die Fördermittel, da bin ich ganz sicher. Also ich habe für die Machbarkeitsstudie einen Rahmen auch, also 20.000 Euro wurden gefördert zu 90%, das heißt 18.000 Euro haben wir bekommen für die Machbarkeitsstudie, ist auch kein Geheimnis. Es gibt bei uns Transparenz, es geht um Transparenz, Miteinander, und was wir halt alle lernen müssen, immer sprechen. Also wenn es ein Problem gibt, müssen wir es regeln, aber gemeinsam das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich denke, aber auch das gelingt uns. Ja, ich denke, wir sind dem Ende zugekommen. Ich bedanke mich dann doch für das rege Interesse und den schönen Austausch, auch gute Hinweise und Ideen. Wenn ihr irgendeine Idee habt, die ihr umsetzen wollt oder wo ihr denkt, dass jemand dahin passt, dann bitte sagt's weiter, vernetzt euch. Und wenn ihr den Carsten kennenlernen wollt, der ist auch da an der Feuerwehr, den erkennt man, der ist da auch immer. Und Bücher gibt's da. Und alle Projekte, die ihr euch vorstellt, die sind alle realisierbar. Also ich bin ganz tief der Überzeugung, alles, was wir im Herzen tragen und ehrlich und authentisch sehen, das können wir auch umsetzen, weil wir müssen es visualisieren und dann realisieren wir es. Und ich möchte mal ganz herzlich der Technik danken, dass es alles streamen und jetzt nochmal schnell umgeswitcht haben, und den Leuten, die das Zelt gemacht haben, und nochmal ganz doll auf diese tollen Bilder hinweisen. Der Maler Uwe ist echt
guckt sie euch bitte an, das ist echt schön und ja, danke dafür, dass du das so schön hinten gestaltet hast hier. Danke.